Wir stehen wieder vor dem Kanal-Pool, haben jetzt die quadratische Winde, Gott sei Dank, dabei. Ich habe nochmal gespeichert, sicherheitshalber. Und die werden wir jetzt verwenden. Oder auch nicht. Ich dachte, doch, okay. Und lassen jetzt das Wasser zurück. Und dann gehen wir durch den neu geschaffenen Weg zurück. Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Wir haben immer noch die quadratische Winde. Ich dachte, die bräuchte man nicht mehr. Und jetzt können wir hinter den Wasserfall schauen. Müssen auch nicht noch mehr an den Schlangen vorbei. Kann nur noch besser werden. Hier hat sich hier was verändert. Da ist immer noch ein durchsichtiges Wesen, was immer das auch sein soll. Und der Wasserfall ist weg und es ist eine Öffnung. Ich dachte jetzt eher an ein Item, aber sieht aus wie ein Durchgang. Oh, mit einer Treppe nach unten. Und wir sind im Innenhof, erstes Untergeschoss. Und hier ist eine Schreibmaschine und eine Inventarbox. Gut, gut, gut. Hier haben wir nochmal eine Tür. Wir gehen mal nach vorne. Und hier liegt auch noch ein Farbband. Ich lege mal hier jetzt die quadratische Winde ab. Irgendwohin, wo wir noch Platz haben. Die Ribbons behalte ich noch. Und ich hole hier vorne die Blüte oder Pflanze, die blaue. Wird alles gelagert. Wir als alte Hordler müssen hier alles einsammeln, was nicht festgeklebt ist. Ja, dann kann ich ja gleich nochmal speichern. Speicherpunkt 39, Innenhof, erstes Untergeschoss. Ich lege hier auch mal alle anderen Sachen ab. Einfach, ja, damit wir mehr Platz haben, wenn wir jetzt in neue Räume kommen. Und wir sind ja hier gleich bei der Kiste. Das heißt, wenn wir was brauchen, dann holen wir uns das schnell hier wieder. So, jetzt können wir rechts rum, links rum gehen. Wir gehen vielleicht mal hier zur ersten Tür. Und die ist nicht abgeschlossen. Ist ja auch mal ein Wunder, dass hier offene Türen rum, liegen. So stelle ich mir einen Keller vor. Hier liegt gleich was, und zwar Säuregeschoss. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Unter dem Felsbrocken sind Blutflecken. Sieht aus, als wäre hier jemand zerquetscht worden. Ich hoffe nur, der Felsbrocken fängt nicht zu rollen an, wenn wir hier weiterlaufen. Und eine weitere Tür. Ein etwas größerer Raum. Was ist das in der Mitte? Die Pflanze lasse ich mal hier. Sieht aus wie ein Aufzug. Ein riesiges Loch, wofür das wohl gegraben wurde. Ich denke, hier kommt ein Aufzug hoch oder runter. Und hier liegt noch was. Ein Pistolenmagazin. Mitnehmen.
So, jetzt haben wir zwei Wege. Wir schauen hier mal in den Tunnel. Die Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Öffnen, ja. Und wir haben eine Röhre erhalten. Was macht man denn mit einer Röhre? Darin ist ein leerer Platz für eine Zylinderröhre. Anscheinend fehlt etwas. Ja, die haben wir ja jetzt gerade rausgenommen. Schauen uns die mal an. Scheint eine Art Schlüssel für die Stromversorgung zu sein. In die Seiten sind Symbole eingraviert. Ist der nicht vollständig vielleicht? Sieht doch so aus, als müsste man hier irgendwie noch was draufstecken. So, dann schauen wir mal hier weiter. Da blinkt es auch schon da hinten. Nochmal ein Pistolenmagazin. Ich glaube, wir haben jetzt schon über 100 Schuss Pistolenmagazin. Und wir gehen durch die nächste Tür. Relativ übersichtlich hier noch alles. Kann selbst ich mich nicht wirklich verlaufen. Und hier sind wir in einer Sackgasse. Ende Gelände. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Vielleicht mal hinter dich schauen, wer da geschossen hat. Traitor? Who? Ist jetzt erstaunlich ruhig geblieben, als ihr Kollege hier erschossen wurde von hinten. Hat sich nicht sofort umgedreht, hat geschaut, wer das ist. Ja, das war ihr erstmal egal. Er hatte auf alle Fälle schwarze Stiefel. Wird wahrscheinlich daher jeder sein können. Und wir haben hier nochmal so eine quadratische. Ist eindeutig ein Profi, okay. Er hält etwas in der Hand. Eine Winde, ja, haben wir ja noch nicht genug Winden. Enrico ist tot, was wusste er wohl? Und mehr gibt es hier nicht. Wir schauen uns die Winde an. Keine besonderen Merkmale. Die ist jetzt nicht quadratisch, sondern sechseckig. Eine Hexagonwinde. Das gibt doch nicht zu erschrecken. Wie kann der denn die Tür öffnen, bitteschön? Mit seinen langen Fingernägeln. Das ist doch sehr unrealistisch, muss ich mal anmerken. Immer schön nachladen, nicht vergessen. Können wir die Winde vielleicht? Aber ich denke mal, das wird nicht funktionieren. Wenn wir die Winde hier verwenden. Nein. Brauchen wir hier nicht. Wir gehen zurück. Nehmen die Pflanze mit. Ich denke, da müssen wir später nochmal rein. Und dann müssen wir irgendwie vielleicht den Aufzug rufen. Oh Gott. Also die Magnum, die hat schon ordentlich hier Bums, Mensch. Ein Schuss und die sind fertig. Aber uns geht die Munition aus. Schade. Da hätte ich gern noch etwas mehr. Wir wechseln mal hier jetzt. Wobei, wir behalten die jetzt so lange, bis wir keine Munition mehr haben.
Und dann erst wechseln wir zum Gewehr zurück. Die beiden Items hier lasse ich mal. Das Magazin legen wir ab. 117 Schuss, Mensch. Dann Säuregeschoss, passt alles. Farbband. Sind Farbbänder, jede Menge. Ich denke mal, in den höheren Schwierigkeitsgraden gibt es da nicht zu viel. Okay, und wir können beruhigt die nächste Tür öffnen. Ist alles grün. Weiter geht's. Wir haben ja nicht viel Wahl jetzt. Ah, hier gibt es wohl ein Windenloch für die Hexagonwinde. Na, so ein Zufall. Wer baut denn sowas, bitteschön, Mensch? Wer baut denn das? Und wer wartet das? Ich verstehe es nicht. So, nochmal eine Pflanze, die ist uns jetzt egal. Hier nichts. Wieder nur ein langer Gang. Mehr nicht. Oh. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Ja, kann ich den Felsbrocken denn? Nö. Offenbar kann ich den nicht verschieben. Das ist jetzt natürlich doof. Das heißt, was muss ich denn jetzt noch machen? Liegt hier noch irgendwo was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, lauf, 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 lauf. Ach, du meine Güte. Ah, Herzinfarkt. Ist aber auch ultra laut hier mit meinem Kopfhörer, Mensch. Jetzt einen Durchgang gemacht. Ah, wir schauen trotzdem nochmal zurück. Eventuell. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt hier? Ich komme nicht mehr raus. Hier ist die Kugel hergekommen. Okay. Liegt hier noch was? Jawohl, Gewehrmunition. Sehr schön. Man soll immer nochmal prüfen. Das hat sich ja jetzt wieder bewahrheitet. Und wir gehen durch die neue Stahltür. Hey, der Dauts, Mensch. Und ich höre wieder was. Na klar. Schon wieder ein Endboss. Wie viele kommen denn hier noch? Lauf doch. Beweg dich. Drei gezielte Schüsse mit der Magnum und wir sind immer noch gesund. Wir wurden nicht vergiftet. Oh Gott, da kommt ja nochmal eine. Ich brauche nur eine, das ist nur eine kleine. Schnell nachladen. Ich kann nicht mehr nachladen, weil wir nur noch zwei Schuss haben, Mensch. Okay, ich... Kommt ja schon wieder eine. Ein großes Spinnengewebe blockiert die Tür. Ist ja schon wieder eine, Mensch. Wie viele kommen denn da noch? Haben wir hier ein Kampfmesser. Nehmen wir mit. Vielleicht können wir mit dem Kampfmesser die Tür. Kampfmesser ist ja nützlich in Notlagen. Okay. Ja. Ich würde das aber gern verwenden. Aha. So, und jetzt geht es aber nochmal zurück. Git.
Das Messer legen wir ab und wir holen uns das Gewehr zurück. Die zwei oder ein Schuss von der Magnum sind zu wenig, um hier weiter zu erforschen. Die Pflanze nehmen wir mit. Wie viele Sachen wir hier schon drin haben in der Kiste. So, Magnum Revolver weg. Das Gewehr. Und die Gewehrmunition. Eieiei, das sind auch nur. Ich dachte, wir hätten hier mehr. Granatwerfer. Ich dachte, wir hätten mehr. Okay, wir rüsten jetzt noch das Gewehr aus und dann geht's hier weiter. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Spinnen. Das war ja, denke ich mal, die Mama-Spinne. Die ist auch weg. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas zu looten? Offenbar nicht. Und wir sind wieder einen Gang weiter. Das sind lauter Gänge. Mit jede Menge Pflanzen und einer Karte offenbar. Innenhof, erstes Untergeschoss, nehmen wir natürlich mit. Okay, ist nicht mehr so groß. Es sind noch ein größerer Gang und ein Zimmer oder ein Raum. Hier, das lassen wir alles stehen. Hier sind wir reingekommen. Richtig, ja. Und hier sieht doch aus, als könnte man hier was ablegen. Sollen wir mal probieren irgendwie vielleicht. Aber das Gewehr kann ich jetzt nicht ablegen. Okay, wir schauen mal weiter. Vor allem, weil das Objekt ja auch nicht irgendwie geprüft werden kann oder angeschaut werden kann. Ein etwas länglicher Gang, der rechts rum zu Ende ist. Links rum geht es noch weiter. Und wir brauchen, ich werde verrückt. Wir brauchen wieder hier die, den Sechseck-Hebel und ich hole den gleich und bin dann wieder zurück. Bis dann.